Zeitachse Runeterras. Die Territorien des Noxianischen Imperiums sind über ganz Runeterra verteilt. Noxus hat im Laufe der Jahrhunderte unzählige kleinere Nationen assimiliert und geeint. Die militärische Stärke und die stabile, zentralisierte Regierungsführung von Noxus sind offensichtlich. Außerdem ist das Imperium sehr stolz darauf, jedem Winkel des Globus den Kalender zu bringen. Selten gab es einen angenehmeren Euphemismus für eine militärische Eroberung. Doch ein Noxianer zu sein, heißt auch, sich der noxianischen Interpretation der Weltgeschichte anzuschließen, und diese beginnt lange, bevor die Runenkriege das Imperium begründeten. Da während jener finsteren Zeit viele historische Aufzeichnungen verloren gingen, basiert alles, was man sich über die Zeit davor erzählt, auf Vermutungen und beliebten Legenden. 9000 vor Noxus. Die ersten Lande. Auf dem gesamten Inselkontinent, der heute unter dem Namen Ionia bekannt ist, tobte ein Krieg zwischen den Sterblichen und einem Volk von Himmelsriesen. Nur durch das Eingreifen der Vastaya Shairai, legendäre Wesen von unglaublicher Macht, die gleichzeitig in der physischen und in der Geisterwelt existierten, kam es letztendlich zum Sieg. 8000 vor Noxus. Krieg der drei Schwestern. Nachdem sie die alten Götter des Nordens besiegt hatten, kam es zwischen den Schwestern Avarosa, Cerilda und Lysandra zu einem Streit, der sich schnell zu einem offenen Konflikt entwickelte. Die entscheidende Schlacht wurde vor den Toren von Lysandras Zitadelle geschlagen, bei der sie viele Verbündete opferte, um ihre Gegner im wahren Eis gefangen zu setzen. 6000 vor Noxus. Völkerwanderung nach Westen. Siedler und Siedlerinnen der vergessenen Lande des fernen Ostens landeten an den Küsten von Shurima und Valoran. Sie brachten all ihr uraltes Wissen und ihre Weisheit mit. Ihren Nachfahren war es bestimmt, im Laufe der Jahrhunderte über einige der großartigsten Zivilisationen zu herrschen, die Runeterra je kennen sollte. 5000 vor Noxus. Der Aufstieg der Götterkrieger. Geleitet von den göttlichen Aspekten Targons und zur Vorbereitung auf einen noch zukünftigen Krieg nutzten die alten Shurimaner die Sonnenscheibe von Nerimazet, um den ersten Aufgestiegenen zu erschaffen. Diese edlen Wesen wurden als lebendige Götter verehrt und das von ihnen errichtete Reich würde Jahrtausende überdauern. 2500 vor Noxus. Icathias Rebellion gegen Shurima. In einem verzweifelten Versuch, sich von der Tyrannei des Imperiums zu befreien, entfesselte Icathia in der Schlacht die Leere. Ihre eigene Hauptstadt wurde sofort zerstört, das Land bis zur Unkenntlichkeit entstellt und verdorben. Selbst das mächtige Heer der Aufgestiegenen kam gegen dieses Grauen nicht an und Shurima war gezwungen, Icathia für immer sich selbst zu überlassen. 2000 vor Noxus. Asirs gescheiterter Aufstieg. Als ihm durch erbärmlichen Verrat die Göttlichkeit verweigert wurde, verschwand der letzte shurimanische Kaiser Asir und nahm die Sonnenscheibe mit sich. Das von Angst und Trauer erfüllte Volk wandte sich an die verbliebenen Aufgestiegenen, damit sie sie beschützten. 550 vor Noxus. Der große Krieg der Düsteren. Der Sinnhaftigkeit beraubt und durch das verletzt, was sie bei der Konfrontation mit der Leere ertragen mussten, waren Körper und Geist vieler Aufgestiegener pervertiert. Jene nahmen den Namen die Düsteren an, hoben zahllose Horden an sterblichen Kriegern und Kriegerinnen aus und brachen auf, die Welt zu erobern. Schließlich waren die Aspekte, die die Inspiration für ihre Erschaffung gewesen waren, gezwungen einzugreifen. Sie verbannten die Düsteren in das Innere ihrer eigenen verfluchten Waffen. 400 vor Noxus. Regierungszeit des Eisernen Albtraums.
die Magier und Magierinnen, die ihn zu neuem Leben erweckt hatten, verratend, wurde der Kriegsherr San-Usal als Mordekaiser wiedergeboren und machte sich daran, das physische Reich von seiner unsterblichen Bastion aus zu erobern. Zwar dauerte es beinahe 3 Jahrhunderte, aber schließlich wurde er durch eine Allianz der Noxi-Stämme besiegt, die das von ihm aufgebaute Imperium übernahmen. 25 vor Noxus. Die Zerstörung. In den arkanen Gewölben unterhalb der Stadt Helia auf den gesegneten Inseln kam es zu einem grauenhaften Unfall. Die Barriere zwischen der physischen Welt und dem Reich der Geister wurde niedergerissen, die Seelen der Toten waren in ewiger Qual im schwarzen Nebel gefangen und alle rechtschaffenen Sterblichen verließen die Inseln, die von nun an Schatteninseln hießen. 13 vor Noxus. Die Runenkriege. Nachdem Helia verloren war, gelangten gefährliche magische Artefakte viel zu bald in die falschen Hände. Auf den Feldern vor den Toren Koms wurden der berühmte Magier Tyrus und sein Lehrling Rhys Zeugen der ersten vernichtenden Schlacht der Runenkriege. Den Rest seines unnatürlich langen Lebens verfolgte dieser Anblick Rhys danach in Albträumen. 0. Noxus hat Bestand. Die Runenkriege erfassten den größten Teil der bekannten Welt. Nach einem Jahrzehnt der fast schon als apokalyptisch zu bezeichnenden Schlacht waren die letzten Noxi gezwungen, sich in die unsterbliche Bastion zurückzuziehen, um Schutz vor dem magischen Niederschlag zu suchen. Als sie ihre Zuflucht schließlich wieder verließen, empfing sie ein verwüstetes Land. Dennoch überlebten sie. Sie einten sich zu einem einzigen Volk. Sie waren nicht mehr länger die Noxi, sondern wurden zu Noxus. Und mit diesem Tag begann die Zählung ihres Kalenders. 292 nach Noxus. Die Demasianische Krone. Tief im Westen krönte die vom großen Champion Orlen gegründete Nation ihren ersten König. Die ursprünglichen Siedler und Siedlerinnen Demasias waren vor den Runenkriegen geflüchtet. Sie hatten Demacia für ewige Zeiten zu einer Zuflucht vor der Magie erklärt. 349 nach Noxus. Noxus wird zur imperialen Macht. Nach einer Reihe erzwungener Anschlüsse und dem Fall des Drakentors war Noxus so mächtig geworden, dass es seine Ambitionen Wirklichkeit werden lassen konnte. Die adligen Familien schworen, alle Nationen Runeterras unter einem einzigen Banner zu versammeln und möge es auch 1000 Jahre dauern. Aus diesem Grund wählten sie einen Großgeneral, der ihre Kriegswehren zum Sieg führen sollte. 772 nach Noxus. Tragödie auf dem Pilt. Die Klane der Händler und Händlerinnen, die die Handelsrouten zwischen Valoran und Shurima kontrollierten, beschleunigten den Bau weitläufiger Zugangswege und von Fahrstühlen. Die Ausgrabungen für diese Sonnentore unterminierten jedoch den uralten Hafen von Zaun und ganze Bezirke der Stadt stürzten in die darunterliegenden lichtlosen Höhlen. 787 nach Noxus. Bilgewasser. Da mehr und mehr heruntergekommene Glückssucher an den Küsten auftauchten, ermöglichten die Missionare und Missionarinnen aus Budu diesen Pailanji Zuflucht in den Buchten im Süden der Insel. Zwar zog sich eine gewisse kulturelle Verwirrung über viele Jahre hin, die sogar vor dem Namen der Schlangeninsel nicht Halt machte, aber schließlich wurde aus dieser Siedlung eine geschäftige Hafenstadt. 984 nach Noxus. Die Invasion von Ionia. Nach vielen Jahren des Ausspähens und der Vorbereitung befahl Großgeneral Borum Darkwill die groß angelegte Besetzung von Ionia durch die noxianischen Truppen. Obwohl der grausame Vormarsch der Kriegswehr in den Provinzen zunächst auf wenig Widerstand stieß, folgten doch bald heftige Vergeltungsmaßnahmen seitens verschiedener ionischer Milizen, die sich nach der berüchtigten Schlacht am Placidium als immer besser organisiert erwiesen. 989 nach Noxus.
Jericho Swain reißt Noxus an sich. Trotz seiner unehrenhaften Entlassung aus dem Militär gelang es dem ehemaligen General Swain, einen Putsch in der noxianischen Hauptstadt zu initiieren, bei dem er Borom Darkwill absetzte und tötete. In weniger als einem Jahr hatte Swain die Besetzung von Ionia beendet, den Einfluss der Adelsfamilien erheblich verringert und den Trifarix-Rat ins Leben gerufen, der von da an das Imperium regierte.